Ah, jetzt haben wir 9. Gut, das geht richtig gut voran. Wir können jetzt hier eine richtige Stadt aufbauen, die auch etwas taugt oder taugen wird im Winter. Obwohl, man hatte gehört von den Einheimischen hier, dass es Sommer jetzt ist. Naja, wie man es nimmt. Kommen sehr gut an. Nur Weizen. Ah, blöde. Ach, kommt noch 2, Jungs. Bitte. Der Herr sitzt hier gut am Marktplatz. Dann können wir gleich aufsteigen und dann gleich den Quest machen. Mhm. Und 18? Okay. Ja, ja, guck mal. Ein bisschen schneller voran hier. Mach doch hin. Bitte, bitte, Herrgott. Mit probieren? Werde ich für euch in die Schlacht reiten. Ich glaube, meine Quest ist gerade gelöst. So, der Herr kommt hier. Mit. Und mit. Und wir können weiter reisen. Beziehungsweise den Quest lösen. Wir haben jetzt zwar 0. Aber so ausbauen und die Herren hier. Schade. Okay, wieso kommt es nur mit einem? Hat wohl Freude. Ja, 5, 6, 7. Ja. Okay, der Karren ist hier. Und wir müssen. Molly ist der. Ist das der Violette hier? Ja, Violett, Violette. Es geht noch ein Stündchen hier. Dann machen wir Feierabend. Natürlich gar nicht. Wir haben noch, keine Ahnung, wie viel. Circa eine Stunde und ein bisschen mehr zur Verfügung. Was haben wir sonst noch hier zu tun? Jetzt gerade nichts. Genau. Steuern können wir mal. So. Sollen wir mal reich werden hier? Wir haben schon keine Steuern einnehmen und kein Sold geben. Okay, arm sind immer noch 8 und reich sind schon 4. 5, 7, 6, 6. Tut sich auch etwas sehr gut. Komm. Schafft ihr. Nee. Ja, dann mal ab mit den. So, besser gelöst. Kannst weggehen. Weggehen. Wir geben doch den Sold. Was hast du hier? So, wir haben dem Herrn das Met geliefert. Wir sind stolze Bürger und Mithelfende von diesem schönen kalten Land.
Mit eurer Hilfe haben wir den härtesten Winter überstanden, den wir jemals hatten. Lasst uns unser Glück feiern. Ihr habt Freundschaft und Tapferkeit bewiesen, die eines Narlendir würdig sind. Wir werden euch nicht vergessen. Es war mir eine Ehre. Mein Herr möchte den Siedlern helfen, egal wie kalt die Winter auch sein mögen. Okay, und hier sind wieder die Statistiken. Eigentlich uninteressant. Da gehen wir mal weiter. Und jetzt, liebe Leute, haben wir die Norden abgeschlossen und gehen wieder in den Süden. Wie zwei und wie Chalia und Galos gehen wir jetzt wieder auf Geth. Mission starten, liebe Leute. So, wieder mal ein schönes Hintergrundbild. Und wir sehen uns gleich wieder. Nach der Missionsbeschreibung. Euer Majestät, darf ich sprechen? Ich möchte eure Aufmerksamkeit für eine Weile vom Frost des Nordens ablenken. Es geht um die Vorkommnisse in Geth. Dort ist es zwar wärmer, aber nicht weniger gefährlich. Der Bischof von Geth will eine Kathedrale erbauen, als Symbol der Hoffnung für seine Landsleute. Er hat um unsere Hilfe gebeten. Geth stemmt sich seit Jahren gegen die Angriffe von Wikingern und Banditen. Nun schickt auch der Rote Prinz seine Söldner, um Unruhe zu stiften und die Ländereien seinem Imperium einzuverleiben. Die Seuche ist über die Stadt gekommen und der Hafen nahe Geth wurde zerstört. Die Leute brauchen unsere Hilfe. Wir sollten unsere Siedlung jenseits des Flusses erbauen und die Stadt Geth von dort aus versorgen. Helfen wir den Siedlern von Geth bei der Erfüllung ihrer heiligen Pflicht, so gewinnen wir einen starken Verbündeten. Ja, könnte sein, aber was haben die zu sagen? Die Kathedrale zu vollenden ist eine Frage des Glaubens. Lasst mich gehen. Geth war einst ein wichtiger Handelsplatz. Mit meiner Hilfe könnte es auch wieder einer werden. Meine Ahnen errichteten einst gigantische Bauwerke. Eine Kathedrale zu bauen, wird ein Kinderspiel sein. Der hat ja auch die Gabe. Meine Kenntnisse der Architektur reduzieren die Kosten für den Ausbau von Gebäuden. Ich kann feindliche Soldaten überzeugen, die Seiten zu wechseln und für meine Sache zu kämpfen. Mission starten mit dem guten Hakim. Geth. Der Bischof von Geth wünscht eine Kathedrale als Symbol der Hoffnung für das Volk zu erbauen. Doch die Stadt ist mit der Seuche geschlagen und ihr Hafen ist zerstört. Die Menschen dort brauchen unsere Hilfe und die kriegen sie auch, wenn wir das Spiel starten. Geth liegt nördlich von hier. Wir sollten uns dorthin begeben und sehen, wie wir helfen können. Sofort. Ja, und wir bauen hier die grundlegendsten Sachen aus. Wie zum Beispiel das und... Hier hinten haben wir noch ein... Und hier haben wir auch noch einen Rehplatz. So. Und ein Holzfäller. Sobald eure Siedlung steht und der Hafen wieder aufgebaut ist, können wir damit beginnen, die Kathedrale für den Bischof von Geth zu bauen. Wenn ihr erst den Titel Landvogt tragt, werdet ihr uns sicher helfen können. Die Seuche geht in unseren Landen um. Unser Hafen muss wieder aufgebaut werden, damit dort ein Schiff mit einer Ladung Medizin anlegen kann. Geht zum Hafen und baut ihn wieder auf, damit wir die dringend benötigte Medizin erhalten. Lieber Bischof, oder wie auch immer heißt. Ah, der Bürgermeister. Bitte liefert genug Stein zur Hafenbaustelle, damit wir ihn wieder errichten können. Okay, noch 10 Steine. Meine Kenntnisse der Architektur reduzieren die Kosten für den Ausbau von Gebäuden. Sehr positiv, Hammer und Weise haben wir hier gewählt. Mal alles ausbauen hier. Sonst gibt es hier gar nichts mehr.
Wir können einfach nicht etwas machen, ohne das zu ausbauen. Was auch irgendwie logisch klingt und logisch ist, wenn man es so genau sagt. Okay, der baut schön aus. Ja, die bauen alle sehr gut aus. Da kann man nur nicht meckern hier. Yari, du wirst irgendwann mal geschlachtet. Für uns. Ach so, die gehen erst ran. Okay. Aber wir haben das und hier noch einen und okay, die Ruinen könnte man looten, wo es etwas ähnlich ist, aber wir machen es jetzt trotzdem noch nicht. Weil wir natürlich Steine brauchen. Also wir haben jetzt hier wieder, och, noch mehr im Süden, cool. Also dann könnten wir jetzt hier richtig eine Farm oder... Ja, komm, wir machen jetzt eine Getreideindustrie draus. Wir haben hier schönes Flachland, das wir nutzen können. Oh. Einfach nur zu wenig Holz. Ja, brauchen wir noch ein Holz. Pferde brauchen auch Holz zum Anbauen. Komm, jetzt hat eine schaffst du noch, oder? Oder muss ich dir noch eine Nachhilfe geben? Sieben, der achte kommt dann. Neunte, jetzt geht's gleich ab hier. Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld. Ich weiß, ich bin nicht blöde, lieber Hakim Abdel Assad. Oder so ähnlich. Ja, also gut. Dann machen wir mal so. So. Und so. Oh, mit der gleichen Situation. Zu wenig Holz. Ja. 19 Steine. Wir können es ausbauen. Wir können es bauen. Ein Karren wurde ausgesandt. Ja, wir sind gut im Karren aussenden. Natürlich sind wir gut. Wir müssen es auch versenden. Mit der Post. Und letztendlich, mit der Post geht es am besten schnellsten. Möchte ich gleich sagen. Ich möchte mich nicht zu auf die Post oder auf DSL oder was auch immer der Herr gerade sagt. Aber, naja, irgendwas müssen wir halt machen. Das Holz kommt an. 7, 8. Nein. Wir können wieder bauen. Sehr gut. 3. Das reicht für ein Feld und zwei Ausbauungen. Aber zuerst natürlich obligatorisch. Verdammt normal ist so das hier. Der Hafen wurde aufgebaut. Nun können wieder Handelsschiffe anlegen, um Medizin und andere Waren zu liefern.